Ja, hallo zusammen. Ich bin André von anhfotografie.de und ja, ich sitze heute das erste Mal vor der Kamera und nicht hinter der Kamera, weil normalerweise treibe ich mich auf Konzerten und Festivals rum und halte das in Bildern fest und filme auch ganz gerne mal. Sicherlich kennt ihr schon einige Filme auf meinem YouTube-Kanal und ja, jetzt so kurz vor Weihnachten habe ich mir ein Weihnachtsgeschenk gegönnt, was ich euch auch mal gerne vorstellen möchte. Und zwar habe ich mir von der Firma SMDV eine Diffusor Softbox mit 60 cm Durchmesser gekauft. Diese Softbox haben mir einige Fotokollegen empfohlen. Ich hatte sie auch schon mal getestet in Norderney auf einem Workshop, wo wir am Strand und in den Dünen fotografiert haben. Und da hat sie mir sehr, sehr gut gefallen. Diese Softbox ist halt gedacht so für den mobilen Einsatz, um da auch einen Aufsteckblitz festzumachen, ja, damit man so ein bisschen ja, Modelfotografie, so ein bisschen Shooting und sowas alle mobil ist. Wir machen mal auf, wir gucken mal rein, was drin ist. Und so wird sie erstmal geliefert. Machen wir sie mal auf. Klappt noch nicht so ganz. So. Tja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Also im Karton befindet sich schon mal ganz wichtig eine Aufbewahrungstasche. Die legen wir jetzt mal beiseite. Dann auch ganz wichtig, eine Bedienungsanleitung, wie man die Box montiert, Pflegetipps und sowas alle. Leider ist die Bedienungsanleitung nur auf Englisch, sie ist aber sehr, sehr gut bebildert und die Box lässt sich auch sehr, sehr gut aufbauen. Also wer der englischen Sprache nicht ganz so mächtig ist, bekommt das trotzdem hin damit. Dann haben wir die Softbox als solches, den Schirm, mit vernünftig ordentlichen Stäben dabei. Eine Halterung, hier wird dann der Blitz drauf montiert. Die Halterung kann man sowohl an einem normalen Fotostativ oder an ein Blitzleuchtenstativ montieren, so wie man es halt gerade gerne möchte. Dann die Aufnahme für die Diffusorbox befindet sich drin. Ha, der Riemen für die Tasche, natürlich nicht zu vergessen. Und dann auch noch zwei Ersatzstangen, falls mal was schief geht. Ich bin ganz begeistert schon von dieser Diffusorbox, obwohl ich noch gar nicht so viel Ahnung damit habe, auch mit dem entfesselt Blitzen und so. Aber diese Box lässt sich halt sehr, sehr einfach montieren. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich schaffe mal erstmal ein bisschen Platz. So, dann packe ich die so ein bisschen aus. Steckt die hier so in diesen weißen Dingern rein. Der Clou daran ist, dass man das eigentlich nur einmal machen muss. Weil wenn das einmal gemacht ist, dann kann man sie auch so zusammengefaltet lassen und transportieren in der mitgelieferten Tasche. So, wenn diese Stäbe da eingeführt sind, gibt es hier unten an der Softbox so weiße Gummiriemchen. Die werden dann da an einer Schraube eingehakt. Das ist ein bisschen fuddelig, aber man kriegt es hin, wenn man will. So, ist der erste drinne. Der nächste. Noch einer. Noch einer. Ja, die letzten zwei, weil dann schon ein bisschen Spannung auf der Box drauf ist, wird dann ein bisschen komplizierter. Und na. So, das ist die letzte. So, dann hat man das. Dann klappt man das Ganze, den ganzen Schirm so auseinander. Das macht dann, das klappt dann richtig rasterisch ein. Man hört das. Klack. Klack. Und klack. So sieht das ganze Ding dann aus. Ich hoffe, man kann das alles erkennen. Wie gesagt, ist mein erstes Video vor der Kamera, aber ich hoffe, dass ich euch das alles so schön zeigen kann. So, dann montiert man von hinten
die Blitzaufnahme. Ja? So, die Blitzaufnahme kommt mit dem Blitzschuh nach vorne, die übrigens auch variabel einstellbar ist. Also man kann hier den Blitz wunderbar hin und her schieben. Und das Ding kann man dann natürlich auch Höhen regulieren. So kommt er dann da dran. Und das sieht dann so aus. So. Jetzt habe ich mir noch einen zweiten Blitz gegönnt. Normalerweise habe ich einen Canon Blitz, den 530er. Ich sehr, sehr zufrieden mit bin, aber fürs entfesselt Blitzen habe ich mir halt einen Zweitblitz gegönnt. Und zwar ist das ein Yongnuo Speedlight YNN 560-3. Bin ich sehr zufrieden mit, kann man einige Einstellungen machen und ich glaube für den mobilen Einsatz, was ich damit vorhabe, ist es der ideale Blitz. Den montieren wir jetzt auch da hinten rein, schrauben den fest. Und das ist dann schon das gesamte Wunderwerk der Technik. Ja. Zeigt euch mal, wie schön das blitzt, das Teil. Also wie schön das aussieht, dem Diffuser. Moment. Ich brauche einen Moment. So. Vielleicht kann man es ja erkennen. Ja. Ich sag mal, wunderbare Sache. Mir gefällt sie. Ist einfach zu montieren. War auch relativ preiswert, habe so um die 130 Euro bezahlt dafür, ohne den Blitz natürlich, aber ist eigentlich ein feines Ding. Jetzt zeige ich euch, wie schön man die Softbox transportieren kann. Als erstes muss man natürlich den Blitz wieder ausschalten, den Blitz demontieren. So, so Blitz wieder ab, jetzt legen wir mal beiseite. So, zum Transport einfach die beiden Einstellschrauben. Das Teil beiseite legen und jetzt gibt es hier zwei Hebel. Dabei sollte man sich nicht erschrecken, es macht nämlich ordentlich Rums. Das Ding ist jetzt nicht kaputt, was viele vielleicht denken, sondern es ist halt eine ordentliche Federspannung drauf. Dann faltet man das Ganze so schön zusammen. Dann ist hier praktischerweise ein kleiner Straps mit bei, so dass man das schön verstauen kann. Packt das in die dafür vorgesehene Transporttasche. Den Halter ein. Ja. Tasche zu. Ja. So, dann würde ich sagen, Kamera laden, Stativ einpacken und dann suche ich mir mal draußen ein schönes Plätzchen, werde diese Softbox in aller Ruhe mal ausprobieren, gucken, ob ich das so hinbekomme, wie ich das gerne möchte. Ich hoffe, euch hat mein erstes Video vor der Kamera gefallen und ich konnte euch weiterhelfen, weil ich habe über diese Softbox bei YouTube noch kein Video gefunden. Und ja, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und vielleicht auch meinen Kanal abonniert. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!